Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner kleinen Videoreihe Einfache Genos. Ich bin Jan Eichwald und ich habe mir überlegt, dass es sicherlich viele Keyboarder gibt, die jetzt von Yamaha Tyros 1, 2, 3, 4 oder 5 kommen. Oder auch viele, die sich jetzt mit dem Genos neu beschäftigen und damit neu bei Yamaha einsteigen. Und ich dachte, da sei es nicht verkehrt, einfach mal über ein paar Kleinigkeiten und ein paar grundlegende Neuigkeiten zu sprechen. Im heutigen Video soll es erstmal um das neue große Touch-Display gehen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Hier oben, blau gekennzeichnet, finden wir unseren Voice-Bereich. Left, Right 1, 2 und 3, schick illustriert mit neuen Bildern. Da klicken wir mal drauf. Und dann befinden wir uns im Voice-Bereich. Auf der linken Seite finden wir die Voice-Kategorien. Auf der rechten Seite finden wir die dazugehörigen Voices. Und an dieser Stelle mal ein großes Lob an Yamaha. Das neue Touch-Display funktioniert hervorragend. Keine Ruckler, keine Verzögerung, eigentlich genauso wie man es erwartet. Dann sticht uns als nächstes der Style-Bereich ins Auge, in orange gekennzeichnet. Wir klicken da mal drauf. Und hier genau das gleiche Spiel. Auf der linken Seite befinden sich die Style-Kategorien, auf der rechten Seite die dazugehörigen Styles. Und wer hier genau hinschaut, kann auch die neuen Style-Kategorien entdecken, nämlich Retro-Pop, Oldies, Easy Listening und Classic und Events. Die neue Struktur sorgt einfach dafür, dass man noch schneller zu seinem gewünschten Style geführt wird und noch schneller findet, was man benötigt. Neben dem Style-Bereich auf der rechten Seite finden wir die Multipads und Überraschungen. Auch hier finden wir jetzt Kategorien. Die Multipads sind jetzt auch in Kategorien eingeteilt, was es noch leichter macht, sein gewünschtes Setup da zu finden. Das ist eine gute Geschichte. Ja, wieder zurück im Hauptmenü kommen wir jetzt zum für mich wichtigsten Punkt im neuen Display, nämlich zu den sogenannten Home Shortcuts. Diese sind dazu da, schnell in gewisse Setups zu kommen. Und diese 6 Shortcuts hier unten, die sind frei belegbar. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel unten den Demo-Button nicht benötigt, klickt einfach auf Menü, auf Assignable, dann finden wir hier oben unter dem Reiter Home Shortcuts unsere 6 Buttons, drücken auf Demo, den wir nicht mehr benötigen, suchen aus dieser Liste eine neue Funktion aus, die auf dem jeweiligen Shortcut liegen soll, in dem Fall zum Beispiel das Mikrofon-Setup. Das bestätigen wir, gehen in unser Homescreen und dort finden wir jetzt rechts unser Mikrofon-Setup. Das heißt, jeder Genos-Spieler kann sich sein Display ein wenig individualisieren und kann sich unten das in die Leiste legen, was er am häufigsten braucht. Das ist praktisch gerade im Live-Gebrauch oder auch im Studio-Gebrauch, um schnell ins gewünschte Setup zu kommen. Ja, das soll es zum Display erstmal gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten melde ich mich bald wieder bei euch mit einem neuen Video zum Genos. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.